wird noch einen Moment dauern, aber ich habe die Kameras jetzt schon mal laufen. Jetzt hupe ich mal. Da habe ich mal schön synchronisiert. Jetzt hupen sie alle. Na toll. Und ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn es hier voll angeht, ne? Ja. Und wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, der Akku ist leer. Hier geht es irgendwann mal los hier. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. So Leute, los geht's. Anlassen 2019. Ich nehme euch die Runde mit. Keine Ahnung, wie lang es dauert. Das werden wir sehen. Ich ziehe es durch, denke ich. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Kommentieren werde ich mir wahrscheinlich nicht verkneifen können. Das habe ich gerade gesagt. Und jetzt braucht meine Bella mal ein bisschen Fahrtwind. Und ich muss mal meine Kupplungshand ein bisschen loslassen. Langsam tut sie weh. Und endlich geht's auf die Gas. Ja, Wahnsinn, was hier abgeht. Muss man echt sagen, Unmengen an Motorrädern. Das ist jetzt hier die Grand Prix-Strecke, die ich heute gefahren bin. Das war so geil. Und jetzt gleich geht's auch schon wieder runter. Beziehungsweise, glaube ich, sind wir jetzt schon so gut wie... Ja, wir sind jetzt schon runter. Oder das ist ein Bereich, den ich nicht kenne. Und ich mach das mal zu. Und dann fahren wir mal eine schöne Runde. Hoffentlich, dass sich hier jeder ein bisschen benimmt. Ach, wir sind schon auf der Nordschleife. Das ging ja fix. Schöner Zubringer. Ja, ich würde sagen hier ist ein bisschen Vorsicht angesagt. Für mich in jedem Fall. Für den Frank auch. Man weiß nicht, was für Blödköpfe hier mit dabei sind. Dementsprechend, ich gucke immer mal in den Rückspiegel, muss sagen, hey, das Fahren jetzt hier aktuell sehr entspannt, ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, oh, muss ich aufpassen oder so. Ich fahre jetzt hier einfach den anderen hinterher, überholen werde ich hier nur, wenn irgendeiner meint, rechts ranfahren zu müssen oder so irgendwas, ansonsten schenke ich mir das. Wie sagten sie vorhin, und nicht, dass einer auf die Idee kommt, diesen Corso zu gewinnen, gewinnen zu wollen, das ist natürlich total fehl am Platz. Ne? Ja, so alles insgesamt ein cooles Event, muss ich sagen. Ich würde fast sogar sagen, nächstes Jahr bin ich wieder hier. Das einzig Unangenehme war jetzt eigentlich das Warten auf den Corso hier. Ansonsten sehr cool, mal wieder Leute getroffen, wie sich das gehört. Und ein bisschen rumgeguckt, geschnackt. Hotel war super, mit Übernachtung hatten wir das hier im Speedy Gasthaus. Mache ich gerne Werbung für, weil es super war. Und geiles Wochenende. Muss man mal gemacht haben. Leute, die Menschenmassen nicht mögen. Also ich bin jetzt gut klargekommen hier mit der ganzen Geschichte, aber da war schon ganz schön was los. Das muss man sich dann nicht antun, wenn man da weiß, dass man da Probleme mit hat. So auf dem Gelände ist es schon so, dass man sich theoretisch so ein bisschen aus dem Weg gehen kann und kann in Bereiche gehen, wo nicht ganz so viel los ist. Das ist kein Problem. Aber gerade bei der Ankunft, da muss man früh sein, sonst wird es voll. Und jetzt halt eben gerade, klar, ne? Alle wollen sie gleichzeitig. Also mit ihm. Ja, sah aus, als wenn die Technik versagt hat. Keine Ahnung. Nicht schön, aber besser das wie irgendwas anderes. Jo, hinter mir ist im Moment absolut keiner. Ich kann jetzt hier gerade mal ein bisschen machen, was ich will. Ist doch schön. Eine lockere Geschichte. Wir fahren jetzt hier mit 80. Das ist doch sauber. Sehr cool. Ja, man kann schneller fahren jetzt hier. Aber ich mach's trotzdem nicht.
Wer weiß, wenn da nachher irgendwo vorne Stau kommt oder sowas, dann muss das nicht sein. Ja, bis jetzt würde ich sagen, durchgängig, Tendenz zu 80 km/h hier. Wird sich wahrscheinlich nur nachher nochmal knüppeln, wenn es wieder runter geht. Da gehe ich von aus. Wie die knattert, die Ducati. Was geht denn jetzt ab hier? Die knattert ja wie verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt jetzt. Stehen sie überall und gucken. Aber das ist das so viel. Das dauert jetzt hier bestimmt ewig, gefühlt, bis sie alle durch sind. Ich bin aber überlegen, ob ich nicht doch auch ein bisschen vorfahre. Aber ich weiß nicht. Bringen tut es mir nicht viel. Ich muss sagen, das macht jetzt hier schon Spaß. Ne? Absolut. Das Anstehen ist doof und das gleich da wegkommen ist wahrscheinlich doof, aber für mich hat es sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, da zu warten und zu schwitzen. Dabei sein ist alles, ne? Ja, alles ganz chillig hier. Ich weiß nicht, ob der Vorfall von letztem Jahr noch so ein bisschen in den Köpfen ist. Ich habe ihn auf jeden Fall im Kopf. Aber wenn das dazu führt, dass alle ein bisschen vorsichtiger sind, dann ist das was wert. So, lauter rote Lichter. Es staut sich auf. Da winkt er so. Ja, ich muss hier also ein bisschen Gas geben und wieder gehe ich wieder vom Gas. Das ist ein bisschen eine doofe Geschwindigkeit hier, als dem wir fahren. Oh, hier geht's bergauf. Ja, wahrscheinlich war das eben da nur ein bisschen langsamer, weil die Leute geguckt haben. Aber hier locker, kein Stress, nichts. Sehr cool. Würde mich mal interessieren, ob das überall so ist. Oder jetzt gerade hier in dem Feld, wo ich hier bin. Ha 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 ha.
Ja, dass die Quads dabei sind. Wobei, ich meine, so jetzt stören tun sie ja nicht. Spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich weiß auch gar nicht, wie das deklariert ist hier. Ist ja nicht schlimm. Da staut sich wieder, da ist ein Fahrzeug, okay. Ah, davon sind mehr. Ah, okay. Das heißt, die ersten sind wahrscheinlich ziemlich schnell gefahren. Und deswegen hatten wir jetzt hier so ein bisschen freie Fahrt, würde ich fast sagen. Und jetzt staut sich das vorne auf, weil die jetzt vorne so ein bisschen in eine gewisse Geschwindigkeit gebracht werden. Oder da vorne kommt wieder was zum Gucken. Das kann natürlich auch sein. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das habe ich mir gedacht. Da wurden Fotos gemacht. Irgendeiner gibt immer Gas. Könnte jetzt in dem Video ein bisschen langweilig sein hier, ne? Dadurch, dass ich jetzt hier nicht überhole und mit dem Frank hinterher fahren. Vielleicht krieg ich durch die drei Kameras ein bisschen Abwechslung hier rein. Aber nicht so hundertprozentig. Aber nun ja, das ist dann mal so. Oh, das ist Suzuki vor uns. Ich würde sagen, es ist eine. Mal gespannt, wir fahren ja sicher auch am Brünnchen vorbei, oder? Gehe ich von aus. Wie das da mit Leuten aussieht. Könnte ich mir vorstellen, dass da der eine oder andere steht. Ich kenne mich ja hier überhaupt nicht aus. Deswegen hat mir die Strecke hier heute Morgen, wir sind die ja mal gefahren, nicht so gut gefallen, weil ich sie halt einfach nicht kenne und dadurch natürlich vorsichtig fahren muss. Und die Grand Prix-Strecke dann nachher, die bin ich ja zweimal gefahren. Oh. Das war meine Strecke. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Aber da konnte ich richtig deutlich erkennen, dass ich rechte Kurven mehr angase wie linke, weil mein Reifen... Also in der Mitte würde ich hier nicht fahren wollen. Oder? Ich weiß nicht. Das sind ja lauter Betonplatten. Das schuckelt einen doch durch. Oder nicht? Weil, keine Ahnung. Ich bin heute Morgen auch hier lang gefahren. Die Grand Prix-Strecke. Links sah mein Reifen aus wie sonst auch immer. Nur ohne Kante. Und auf der rechten Seite Gummibrösel. Wie vom Radiergummi. Ja, richtige Fetzen, Brocken hingen da dran. Ich wollte ein Foto machen. Ich habe es vergessen. Ich versuche das nachher nochmal. Ob man das noch sieht. Theoretisch müsste man es noch sehen, weil das sind ja jetzt Bereiche, wo ich hier gar nicht hinkomme. Ja, mit dieser Tour ist dann für uns das Wochenende hier auch gelaufen. Wir fahren nochmal zurück zum Hotel, holen unsere 7 Sachen und dann geht's wieder nach Hause. Ich glaube jetzt auch so nach 2 Tagen ist wirklich viel fahren, viel los. So ein leichter Muskelkater macht sich in den Oberschenkeln breit. Bin ich dann auch heute Abend froh, wenn ich auf der Couch liegen darf. Wenn wir heimkommen, gibt es erstmal ein Tourenende-Bier. Da freue ich mich drauf. Keine Ahnung. Gestern hatte ich auch mein Feierabendbier. Wenn man hier so eine Tour macht und es läuft alles so am Schnürchen, das ist doch cool. Ja, was ist denn mit dir? Ich habe jetzt einfach mal einen Blinker gesetzt. Das war mir jetzt nichts.
Und wir haben hier ein Glück mit dem Wetter gehabt. Oh wei, oh wei. Ja, wenn ich dann daheim bin, erstmal meine Bilder von gestern Abend, wo ich nochmal hier am Nürburgring war, so gegen 10, 11 Uhr, die Bilder checken. Hier sind wir am Brünnchen. Da ist was los. Jetzt geben alle Gas. Naja, gediegen. Alles gut. Und mal gucken, ich bin ja morgen Nordschleife gefahren, ob da die Fotografen mich online irgendwo haben. Das fände ich nämlich cool, wenn ich ein Bild hätte, wie ich am Fahren bin. Wobei ich bin ja morgen so langsam darüber. Es sind mit Sicherheit keine Schräglagenfotos. Wenn ich es gekauft habe, ja, wobei, ich weiß nicht, wie schnell das geht, dann würde ich es hier mitten das Video packen. Ansonsten packe ich das mal, also bei Insta auf jeden Fall, und ansonsten packe ich das mal irgendwo in ein anderes Video, eins in den nächsten. Ja. Lass brennen, ey. Ja, ist übrigens kameratechnisch was los hier. Ja, der musste erst mal E-Mails checken. Ich würde sagen, ich mogel mich jetzt gleich noch mal vor. Jo, der knallt ja. Nicht schlecht. Ja, ich mogel mich mal einen vor, dass wir mal nicht als nur den Shopper vor uns haben. So, hinter mir ist keiner. Ich gebe mal einen Blinker und wir fahren mal hier gemütlich dann vorbei. Das ist natürlich auch eine Idee, mal anzuhalten und sich das Spektakel dann mal anzugucken, aber wir lassen das heute. Können wir dann vielleicht ein andermal machen? Wir fahren gleich nach Hause. Frank ist hinter mir. Schon wieder eine Shopper. Ich doch nochmal Blinker setzen oder was? Nett, dass hier rüberkommt, ich hätte was gegen Shopper. Ich war sogar selbst schon in der Versuchung. Stau auf dem Nürburgring. Gibt es ja zum Glück nicht so oft. Ja, hier halten viele an. Hier halten viele, viele, viele an. Ja, wir sind wahrscheinlich auch gleich auf der Zielgeraden. Und das ist so die Möglichkeit. Die letzte. Das Spektakel noch mal so gesehen zu haben. Ich hoffe, meine Heckkamera kriegt ein bisschen was drauf. Ich habe die nicht richtig montiert. Beziehungsweise ich habe einen falschen Arm eingepackt. Ich kann die nicht richtig montieren.
fahr rüber. Ja, da vorne ist Ende. Man sieht, da vorne geht es rechts ab. Ich würde sagen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Runde gedauert hat. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig oder mal informativ oder einfach mal, ja, mal was zum zwischendurch nebenbei gucken. Und ja, wie immer, vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wollen sie alle wieder vom Ring runter. Oh nein! Könnte ein bisschen dauern jetzt. Aber dann können wir mal gleich auch nochmal... Jetzt geht es ja ein bisschen bergab. Ich drehe mich gleich mal rum. Und da vielleicht nochmal eine Sequenz auf die Speicherkarte bekommen. Das ist Wahnsinn. Jetzt hier, das ist schon die Hauptstraße. Die ersten sind ja schon runter. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ein Spektakel. Und wir waren dabei. 2019. Ja, war cool. War cool.